Ach ja, Mann, Leute, man glaubt es kaum, aber seht, ich habe endlich so viele Mondmedaillen gesammelt, dass ich nun endlich das Nachtlevel von Empire City erreichen kann oder betreten kann, sag ich mal. So, und das machen wir jetzt. Und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Sonic Unleashed, wo es endlich mal weitergeht. So, ich kann 10 Sonnenmedaillen und 6 Mondmedaillen finden. Sehr super, mache ich. Der Skyscrapper Scramper? Was ist das denn für ein Name, ey? Okay. Mir soll es egal sein. Endlich können wir dieses verdammte Level betreten. Und ich habe wirklich mühsam gesucht, muss ich sagen. Also, ich bin durch sämtliche Level nochmal durchgerannt, habe keine Medaillen mehr gefunden, weil ich schon so viele habe. Dann endlich in, im Rooftop Run, sprich in dem, was zum, okay. In dem, Taglevel von, ach Gott, Spagonia, habe ich es dann endlich geschafft. Da habe ich dann halt eben den Rooftop Run gemacht. Habe wirklich mühsam gesucht, aber ich habe es wirklich geschafft. Gott, komm her, oh. So. Ach Gott. Nee, aber ich habe es wirklich geschafft, das Level zu die Medaillen zu finden. So, ich wollte gerade sagen, verreckt doch mal hier. Aber guck mal, das sieht geil aus mit den Autos, die da unten herfahren. Sprich, dass da so eine riesengroße Autobahn in der Stadt durch die Stadt da durchfährt. Sieht wirklich ziemlich gut aus. Muss auch nur sagen, dass Sonic Unleashed da wirklich unglaublich gut aussieht. Gut, das kann man jetzt durch die Qualität hier, wie ich es aufnehme, nicht ganz so gut erkennen. Dafür müsste man es schon am besten selber spielen, aber ja, das macht ja nichts. So, wo muss ich das da? Spring hoch. So. Also was hasse ich ja, ey. Obwohl, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Spring, so. Schlimm ist es dann bei so Stellen, wo man dann auch noch na gut, hier kann ich auch runterfallen, aber nee, wo man Zeit hat, bevor die Dinger runterkrachen oder so, das ist nicht gerade schön. So, du kannst mir eigentlich ziemlich wurscht sein, so verreckt. Interessanterweise fällt der auch gar nicht runter. Auch egal, aber Sonic kann natürlich runterfallen. So, schön. Ich hoffe, du hältst dich auch dran. Okay. Machen wir das so. Das möchte ich doch haben, so. Gut, die paar Ringe da, auf die kann ich auch pfeifen. Oh Gott. So. Hui! So, hui! Okay. Was zum Henker? Okay, immerhin ist hier ein Checkpoint. Ich wollte gerade sagen, Sonic, du Hammelbraten. Was haben wir hier? Dat. Und ich glaube, ich schau mal. So, halte ich bloß fest. Da ist doch bestimmt irgendwas hinter, oder? Nein. Kaum zu glauben, aber wahr. So. So. Da sowas meine ich. Boah, ist das scheiße. Hallo? Oh, ich wollte gerade sagen. Sonic, ey, du. Machst du das aber auch hier spannend manchmal, so. Nein. So, und festhalten, wunderbar. Ich schau mal unten, ob es da irgendwas gibt. Gut, das Leben brauche ich jetzt nicht. Das ist jetzt nicht so wichtig, finde ich. Weil ich kann woanders noch viel mehr Leben sammeln. Und ich fand es sehr eigenartig, dass Sonic sich gerade nicht daran festgehalten hat. Buh. Eine Sonnenmedaille. Na, na, du. Dass der auch nicht hoch. Boah, jetzt muss ich hier schon wieder anfangen. Ja, das ist das ziemlich blöde bei Sonic Unleashed. Diese sehr blöd gemachten Checkpoints. So. Und
hier können ganz schnell mal ganz blöde Fehler passieren. Aber das habt ihr ja schon in diesem Let's Play häufig genug gesehen. Brauche ich gar nicht mehr drauf aufmerksam zu machen. Dennoch gebe ich da immer die Informationen, weil das notwendig ist. Gerade für Leute, die das Spiel zum ersten Mal spielen. Also teilweise hatte ich anfangs wirklich unglaublich große Probleme mit dem Spiel. So, ich schaue jetzt mal. Ach so, okay. Ah, gut. So, wunderbar. Ist ja ganz praktisch. Hier hält sich Sonic automatisch fest, glaube ich, ja. Das ist gut. Aber es gibt teilweise Stellen, da hält er sich halt eben nicht so einfach mal eben fest. Da muss man so drüber balancieren. Okay, das ist ein Checkpoint. So. Wunderbar, so. Ach Gott, war ja klar. Die als nächstes zu begegnende Gegnerhorde. Zu besiegende Gegnerhorde. Der ging schnell kaputt, ne? Vorhin habe ich doch so lange für die gebraucht. Ich habe die wahrscheinlich einfach nur in einen sehr schönen toten Winkel besiegen können. Warum läuft... Ich wollte gerade sagen. Warum kann ich das nicht kaputt... Da ist doch irgendwas drin, oder? Moment. Ja, da ist irgendwas drin. Ich weiß gar nicht, ob ich da reinkomme oder nicht. Moment, da muss man nur irgendwo reinkommen. Vielleicht später. Ich wage es nicht, das da kaputt zu machen. Egal, machen wir das hier erstmal so. Schön Ringe einsammeln. Viele Ringe bringen Leben, das weiß man ja. Wie es in jedem guten Jump'n'Run halt eben so ist. So, und wieder ein Checkpoint. Das ist ja super, so. Ja, natürlich. Ach, jetzt sind es aber mal Roboter. Sind mal Roboter mit dabei. Obwohl ich es ziemlich eigenartig finde, dass, wie hier beispielsweise Dr. Eggmans Roboter und eben halt, diese Dark-Gaia-Viecher da, zusammen respawnen oder spawnen als Gegner-Horden, sag ich mal, oder als Gegner-Armeen, die zusammengehören, weil, okay, jetzt nicht wirklich sagen, dass sich, ich sag mal, die Truppen von Dr. Eggman und, also die Roboterhorden von Dr. Eggman und eben die, die Viecher da von Dark Gaia irgendwie einen Pakt geschlossen haben, dass sie hier zusammenarbeiten oder so. Oder Dr. Eggman die Viecher irgendwie beherrscht, das, irgendwie ist das eigenartig, finde ich, egal. Reden wir nicht um den heißen Brei herum. So, was ist das denn? Ich kann überhaupt nichts sehen hier. Ja, das ist beispielsweise so eine Stelle, da würde sich Sonic nicht dran... Was zum Henker, was war das denn? Boah! Na, natürlich! Ist das ein Scheiß? Ja, komm, ich weiß, ich muss euch jetzt wieder besiegen. Immerhin haben wir eine Sonnenmedaille gefunden, das finde ich schon wieder ganz schön. Es sind ja auch immerhin 10 Stück hier zu finden. Also das Level, das geht auch... Ich weiß gar nicht, ob das lang geht oder nicht. Allerdings weiß ich, dass ich damals, als ich das Level hier zum ersten Mal gemacht habe, wirklich arge Probleme damit hatte. Obwohl, ich denke mal, jetzt bin ich eher dafür gewappnet. Also ich denke mal, das Spiel ist wesentlich einfacher, wenn man es einmal durchgespielt hat. So. Verreckt mal alle ihr. So. Ich finde das gut, dass der automatisch Ringe und, also dass Sonic the Werehog sowohl Ringe als auch normale Lebensenergie als Lebensenergie verwenden können. Das ist eigentlich ziemlich praktisch, finde ich, wenn man sich das mal so überlegt. So, ich springe wieder hier drauf. Da sind Stacheln drauf. Jetzt sehe ich das erstmal so. Das heißt halt aufpassen. Okay, du hältst dich aber schön dran fest, das ist wunderbar. Okay, ich hätte darüber balancieren können, aber das ist mir eigentlich zu heikel. Boah, sowas hasse ich ja, ey.
aber wenn man Stellen nicht so besonders gut sehen kann oder wenn das... Ach du Scheiße. Ja, okay. Jetzt heißt es jetzt Ruhe bewahren, einmal tief durchatmen und rüber. Allerdings ist es nur eine ziemlich lange, mit keinerlei Fallen gespickte Passage hier rüber zu balancieren, abgesehen man mit den Stacheln da unten. Wenn ich da einmal, ja, ein bisschen daneben tappe, bin ich im Arsch, dann falle ich sofort runter, denn hier ist nichts zum Anpacken. Wie auch, Sonic kann sich ja nicht an Stacheln festhalten. Könnte er schon, wenn man sich da... Wenn man sich das mal so überlegt, wollte ich eigentlich sagen, warum hast du dich jetzt nicht festgehalten? Ich habe extra rot gedrückt, du Penner, so. Och, warum sage ich eigentlich immer so? Zu jedem Scheiß sage ich so. Oh, so geht das schön schnell. Ach, ist das entspannend. Irgendwie sieht das hier voll aus wie Gotham City, finde ich. Voll das Moloch, wo man gar nicht den Boden sehen kann, weil alles so versmockt ist. Hättest du dich jetzt nicht festgehalten? Ja, ich weiß, ihr seid hier die Obermacker schlechthin. Immerhin bin ich ja in Amerika, sozusagen. Da weiß man eigentlich gar nicht. Soll das einfach nur eine riesige Stadt sein? Warum das Ganze? Denn das ganze Land heißt ja Empire City. Oder soll das jetzt einfach nur für das Gebiet stehen? Denn letztendlich komme ich ja immer nur in Länder rein. Aber das hier heißt einfach Empire City und ist einfach nur eine riesige Stadt. Kein Land. Keine offensichtliche... Die Flagge verrät es vielleicht ein bisschen, dass es so ein Amerika-Verschnitt sein soll, aber... Es ist ja immerhin nicht die Amerika-Flagge und dementsprechend ja eigentlich auch nicht Amerika. Man kann überhaupt nicht absehen, was das hier jetzt eigentlich sein. Egal. Mein Gott, was mache ich mir eigentlich? Hallo? Bäh. War ich hier nicht gerade schon? Nein, hier war ich noch nicht. Aber wo zum Teufel gehe ich jetzt her? Ey Leute, was ist das denn bitte schon wieder hier? Ihr müsst, ich habe hier drei Wege zur Auswahl. Ich wüsste nicht, was am vielversprechendsten aussieht. Ich glaube, da vorne war ich schon mal, oder? Aber da vorne ist ein Checkpoint, ich gehe daher. Ach Gott. Jetzt muss ich hier wieder balancieren. Das Gleichgewicht behalten? Spring, Sonic, spring, wie du noch nie gesprungen bist, so. Ach, wunderbar. Und ein... Was ist das denn für ein Stand hier? Hot Dogs. Und ich kann mir keinen Hotdog greifen. Na, ihr... Ihr müsst wissen, guck mal, ich zeig euch mal was hier. Super Schlag. Aua. Ey. Geht das auch mit den normalen? Und... Tatsch. So. Wollte ich vorhin schon mal zeigen, habe ich neu gelernt, so. Und, oh, ihr blöden Penner hier, so. Meine Fresse, seid ihr penetrant, ey. So, verreckt doch mal. Oh, jetzt schützen die sich immer. Ringe wären nicht schlecht. Boah, sind das Wichsviecher, ey. Ist doch wahr. Okay, nochmal auf ein neues. Zum Glück habe ich meine Unleashed Power. So leicht kriegt er mich jetzt nicht. Ich mache das jetzt mal auf eine schöne Art und Weise mit schnellen Vorandringen, wo ich diese Viecher einfach mal mit einer super schnellen Attacke aus meiner Umgebung puste. So. Und sie hat... Na okay, jetzt haben sie mir jetzt ein bisschen was abgezogen, wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Einen habe ich sogar schon besiegt, jetzt habe ich schon den nächsten besiegt, so verreckt. Da hilft doch deine ganze Verteidigung nichts. Oh Gott, so. So, und du jetzt auch nochmal, so. So. Ist es denn die Möglichkeit? Was ist denn hier? Okay, ich habe irgendwas eingesammelt, ich habe nicht gesehen. Guck mal da. Ja, natürlich.
Du kommst sicher an die verdammte Medaille drin, bevor du nicht diese beiden Arschroboter hier besiegt hast. Wisst ihr was? Sonic, warum kannst du eigentlich nicht zielen? Okay, das ist ein super... Aua, ey! Ich wollte eigentlich sagen, das ist ein super Schlag. Guck mal da. Und batsch! Warum konnte der sich verteidigen? Ich hab den doch noch vor seiner Verteidigung getroffen, so. So. Immerhin bringt das Erfahrungspunkte. Ich glaube, ich kämpfe einfach viel zu viel, obwohl ich das gar nicht machen bräuchte. Weil ich einfach vorbeilaufen könnte oder so. Was ist hier? Batsch, so. Okay. Achso, ich kann mich da festhalten. So. Und sie bewegen sich zum Glück nicht. Schön. Ach, ist das schön. Moment. Nee, da ist nix. Kamera, Kamera, Kamera. Wie schlechtere... schlechtere. Wie schlechte Kamera teilweise das Spielgeschehen auf penetrant blöde Art und Weise beeinflussen kann. Okay, da muss irgendwie so ein Ding, da muss ein Stein drauf. Wahrscheinlich da oben. Ach Gott. Guck mal da. Aua. Super Unleash Power. Hätte der mich jetzt runtergekickt. Sonic, steh auf. Steh noch mal auf, Sonic. Aber Ringe heilen mich zum Glück eigentlich ziemlich gut, so. Okay. Na? Er macht einen Superschlag. Aua. Aua. Okay, der zieht einen wirklich ziemlich viel ab, aber ich habe ihn gleich besiegt. Ich habe ihn gleich besiegt. Aber erst gleich. Und jetzt ist der Matsche. Wunderbar. Kriege ich irgendwas? Irgendwas Schönes? Ach, ich kriege einen Stein. Und richtig schön viele Erfahrungspunkte. Gott, bei her, schön Erfahrungspunkte. Vielleicht ist hier ja noch irgendwo eine Medaille. Könnte ja sein. Boah, ich hätte gar nicht so schnell hier sterben können. Fällt mir gerade mal so ein, weil hier sind unglaublich viele Ringe. Na egal, komm, wir holen uns jetzt das Dingen. So. Ich glaube, ich musste einfach nur runterspringen, ne? Ja. Hüpf, so. Warum lässt du das denn fallen, du Penner? So. Ah, okay. Bewegt sich das Ding? Und natürlich bewegt es sich wieder. Hauptsache irgendwelche blöden Fallen reinbauen. Immerhin ist die Musik ganz amüsant hier. Das sind ja gar nicht mal so schwere Gegner hier. Und noch gar nicht viele, nur diese kleinen Pissviecher und ein blöder Roboter. Das ist doch gar nichts. Die muss man gar nicht reinbauen, so unwichtig sind die. Und ich habe sie schon alle besiegt. Kann ich das Ding so aufmachen? Achso, okay. Und guck mal, hier ist ein Leben, wunderbar, so. Oh, immer diese blöden Balancierstellen hier. Ruhe bewahren. Tief Luft einatmen und ich sehe eine Medaille, die ich... Boah, ist das scheiße. Okay, jetzt brechen sie nicht mehr ab. Aber ich habe die Medaille einsammeln können. Wohl so schwer war das eigentlich gar nicht. Und nur ein... Okay, da hinten ist noch einer. Und der eine ist schon besiegt. Ja, die nerven ja auch immer nur dann, wenn die Schilde haben, finde ich. Die sind nicht schwer zu besiegen. Das nervt einfach nur immer, wenn die diese blöden Schilder haben, womit die sich dann verteidigen können. Womit man die dann wirklich absolut nicht angreifen kann. Es sei denn mit einem Superschlag, obwohl der dann teilweise auch arg daneben gehen kann. So. Verreckt. So.
Und ich habe das Ding da kaputt gemacht. Aua. Ey, komm mal da hoch. Blöde Sau. Verreck. So. Ach, guck mal, hier ist nochmal eine Sonnenmedaille. Schön, wunderschön. Wisst ihr, warte, ich mache den Part jetzt 25 Minuten lang. Das hört man wieder nur richtig zum Einstieg. Denn der letzte Part, das war ja. Da war ja nicht mal ein Einstieg, das war penetrant, war das fast. Ja, da ist das jetzt wieder ein schöner Part zum Einstieg. Och, guck mal, noch eine Mondmedaille da. So. Oh, ist das schön. Ist ein schöner Part, wird das heute hier, so. Schön lang. Kann viel zeigen hier. Kann wieder viel einsammeln vor allem. Schön viele Medaillen wieder einsammeln. Vielleicht schaffe ich das Level in dem Part sogar noch. Glaube ich zwar nicht, aber ich versuche es wenigstens. So. Okay, hier muss es irgendwo. Ich glaube, hier ist sogar schon echt das. Aua. Gut möglich, das darf wirklich schon. Nee, das Ziel ist ja noch nicht drin. Aber ich versuche mal was. Warum? War das nochmal eine Mondmedaille? Oder ich mache den Part jetzt so lange, bis ich das Level durch habe. So. Dann wird das wirklich mal ein richtig schönes Einstiegslevel. Und ich habe eine Medaille gesehen, glaube ich. Oder ist das eine. Ne, das ist wirklich eine Medaille, da ich aber nicht drauf komme. Doch, ich weiß, wie ich da drauf komme. So, erstmal müssen die Viecher hier wieder alle verrecken. So. Ich schätze, dass das diese Steuerkonsole ist, die die Blitze da hinten wegmacht. Oder die Elektrizitätsfallen, diese Elektrofallen-Dinger da. Wer weiß, was da drin ist? Ich weiß es nicht, aber man kann vermuten, was es ist. Also in der Tür, was, wo ich Dinge da drauf stelle. Aua! Was war das denn? Was war das denn? Irgendwie kaputt, du! So. Ja, natürlich. Aber das mache ich jetzt noch nicht. Denn. Mal irgendwo. Stimmt, ne. Oder auch nicht. So, hallo, Sonic. Denn ich habe da so eine Idee. So. Schieben wir das Ding dann einfach mal. Boah, einmal Kamera drehen, so. Mal kurz da vorne hin. Und dann sammle ich mal gleich mal kurz die Ringe da oben ein. Ja, ich mache das Level jetzt eben zu Ende hier in den großen langen Part. Wer weiß, wie lang der wird. Zum Einstieg ist es schön. Da zeige ich auch mal wieder ein ganzes Level in einem Part. Hat man ja so selten mittlerweile. Bei mir auf jeden Fall. So. So. Man sieht, dafür ist das da. Und wieder eine Sonne. Ich habe richtig schön viel einsammeln können. Hier, so. Hallo? Hallo? Kann ich wohl irgendwie so nicht einsammeln. Auch egal. Sammle ich es halt so ein, die Ringe. So. Und dann schieben wir die Kiste mal wieder hier nach vorne. Ich bin ja jetzt mal gespannt, ob ich da jetzt einfach den Weg weiter mitmache, oder. Weil ich könnte ja so da hinten weitergehen, oder ob da irgendwas Besonderes drin ist. Vielleicht ist da ja sogar das Schlüsselteil drin. Oder der Schlüsselteil. Gut möglich. Denn sonst würde das, glaube ich, nicht so stark bewacht werden. Und ich müsste nicht so viel. Das war ja ein kleiner Aufwand, den ich hierfür machen musste. Und ich sehe, da ist nochmal wieder eine Sonnenmedaille drin. Was ist denn da? Ach, ein Hebel. Ein Hebel. Ach so, okay. So ein Aufwand für das eine Vorsprung-Zeug da, so. Ist hier noch irgendwas? Ich könnte, glaube ich, da hoch, oder? Was ist hier? Och, guck mal, ein Leben. Raffiniert. Na, eigentlich nicht, aber. Ach so, okay. Interessant, wollte ich eigentlich sagen. So. Und schon wieder eine Sonnenmedaille. Hui, ich habe schon 7 von 10. Gut möglich, dass wir es gleich schon geschafft haben, denn ich sehe ja schon die 8. Sonnenmedaille da schon. Und die kommen hier ja wirklich irgendwie am laufenden Band, die Medaillen.
So. So. Ach, ist das schön hier, so. Ich hoffe nur, dass jetzt gleich mal ein Checkpoint kommt. Ach schön. Ah, jetzt muss ich wahrscheinlich den nur noch besiegen. Dann haben wir es wahrscheinlich auch schon. Au! Verreck, du Arschenbecher! Komm, so viel wie möglich abziehen! Ach Gott. Mann. Ja, spring du nur. Dich besiege ich ja sowieso. Ist gar nicht mal schwer. So, verreck mal du. Ach, da sammle ich jetzt schon einen, so. Hätte bei der nächsten Angriffsstelle habe ich den sowieso schon. Ja, und da ist er hin. Und ich denke mal, wir haben es jetzt auch geschafft, oder? Ja, tatsächlich. Ach, das ist doch ein schöner Part heute gewesen. Nicht mal ganz so lang geworden. So, nochmal schön Ringe einsammeln. Ist ja immerhin auch eine Währung hier. So. Vielleicht ist ja auch irgendwo nochmal eine Medaille. Ich schau mal eben. Ansonsten habe ich halt ein paar Medaillen verpasst. Aber nicht weiter schön. Ach, guck mal, hier ist sogar noch eine Mondmedaille. Schön. Aber hier muss doch noch irgendwo eine Sonnenmedaille sein. Hier hinter vielleicht. Ne, ich sehe gar nichts. Egal, gehen wir jetzt einfach hier rein. Schön, wir haben es geschafft. Und sogar. Oioioioi, neuer Rekord mit A. Noch schöner wäre natürlich S gewesen. Aber ich habe doch schon viel einsammeln können. 8 Sonnenmedaillen und 3 Mondmedaillen. Also ins nächste. Ins nächste Taglevel dürfte ich auf jeden Fall kommen. Oh Gott, was mache ich denn damit? Erstmal Kampf. Ich hoffe ja, dass ich noch im Let's Play. Moment. Ich muss eine neue Fähigkeit. Glenn Farrell weint higher, wire. Egal. Ja, Nischen mache ich nochmal. So. Und dann machen wir nochmal Kampf. So. Werewheel Rush. Wenn das ist, was ich meine, dann haben wir eine ziemlich coole Attacke bekommen. Womit ein Bosskampf wirklich sehr gut erleichtert wird und wirklich verschnellert wird, besser gesagt. Weil das eine Rennattacke ist, die ich, ja, eben beim Rennen nutzen kann. So, wunderbar. Das war doch ein schöner Part. Das hat alles wunderschön geklappt. Und ich mache an dieser Stelle erstmal wieder Schluss und sage bis zum nächsten Part, Leute. Also, ciao.